Wakanda, eine abgeschottete und technologisch hochentwickelte afrikanische Zivilisation. Dreifacher Sieger des begehrten Vibranium-Produzent des Jahrespreises. Und, viel wichtiger, mein Zuhause. Ich bin T'Challa, Sohn von T'Chaka. Und wie mein Vater vor mir, bin ich der Black Panther, der Beschützer meines Volkes. Außerdem kann ich gut häkeln. Mein Können als Black Panther wurde zuerst gegen Claw getestet. Der grausame Söldner, der mir meinen Vater nahm. Mit der Hilfe meiner Schwester Shuri werde ich mein Volk retten und Claw zur Rechenschaft ziehen. Möge die Jagd beginnen. Wir wussten, dass sich Claw im Ratssaal am anderen Ende der Stadt aufhielt. Aber ich konnte mich nicht mehr unbemerkt auf meinem Skybike fortbewegen. Wir mussten den Rest des Weges laufen. In Wakanda verehren wir die Panthergöttin, die seit Anbeginn der Zeit über uns wacht und uns leitet. Ihr verdanke ich meine Kräfte. Ha!
Die direkteste Route zu unserem Ziel führte über die Turbinen. Ein gefährlicher Weg, aber wir hatten keine andere Wahl. Meine Schwester, kämpferisch und loyal. Stets tat ich mein Bestes, sie zu beschützen, obwohl sie es selten nötig hatte. Nur ihr Verstand übertraf ihre Fähigkeiten als Kriegerin. Fähigkeiten mit dem Speer waren beeindruckend. Nur ein Narr würde sie auf die Probe stellen.
Wir konnten die Reparaturen rechtzeitig abschließen und brachen wieder auf. Claw würde bald zur Rechenschaft gezogen werden. Auch Augustin Dulac, der Black Knight, konnte uns nicht aufhalten. Wir mussten stattdessen einfach den Ersatzbus nehmen. Ich war Claw auf den Fersen. Ich konnte den Sieg schon schmecken. Jetzt brauchte ich nur noch das passende Kleingeld. Der Angreifer war Augustin Dulac, auch bekannt als der Black Knight. Offenbar ein direkter Nachfahre von Sir Lancelot höchstpersönlich. Er nannte mich einen Knecht, was ich eher verwirrend als beleidigend fand. Erst einen Kampf. Ich hoffe, du begehrst auch Schmerz. Black Knight schien seine schwarze Klinge ungeschickt zu schwingen wie ein Grobian. Ich war jedoch auf der Hut, denn vielleicht tat er es nur, um mich aus der Deckung zu locken. Wieder und wieder an. Aber wir blieben standhaft. Wir würden ihm die Stärke Wakandas vor Augen führen. Yeah!
Wir hatten den Black Knight besiegt, aber der entscheidende Kampf gegen Claw stand noch davor. Ich war froh, dass Shuri bei mir war. Sie war mir eine große Hilfe. Endlich stand ich dem Verbrecher Claw direkt gegenüber. Der Black Panther hatte seine Beute aufgespürt. All der Waffen, die ihm zur Verfügung standen, hatte Claw eine überwältigende Arroganz entwickelt. Diese würde sein Untergang sein. Spüre die Klauen des Black Panthers! Im Laufe des Kampfes wurde die Gefahr immer größer. Eine verletzte Beute kämpft kurz vor dem Ende immer am erbittertsten. Das ist nicht mein Ziel. Hier.
Endlich waren wir siegreich. Klaw war besiegt und musste sich dem Urteil der Panthergöttin stellen. Aber erst, nachdem er sich meinem gestellt hatte. Nach Klaws Entwaffnung. Entwaffnung. Er griff seine Söldnerarmee feige die Flucht. Wir bauten unsere Stadt wieder auf. Ihre Mauern und Bürger viel stärker denn je. Auch meine Schwester hatte ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Wakanda würde sie bald dringend brauchen, aber das ist eine andere Geschichte. Excelsior!